Angst macht eng. Enge macht Angst. Sie sind eingeschlossen und gefangen von der Furcht. Vor noch mehr Gefangenschaft, vor dem Sterben, vor dem Ende. So geht es den Lernenden nach der Kreuzigung von Jesus. Sie haben sich verriegelt, verkrochen hinter den Mauern. Wie lange? So lange, bis der Auferstandene hineinkommt. Aber wie geht das? Es ist alles zu. Das ist eines der vielen Wunder von Ostern. Jesus geht durch die Mauern. Er will unbedingt zu uns. Doch Angst macht eng und Enge macht Angst. Sie begreifen es nicht, wir begreifen es nicht. Jesus kommt durch die Mauern und sagt: Friede sei mit euch. Er zeigt seine Wunden. Die Angst wird kleiner. Das Herz wird weiter. Freude dringt herein. Er sagt es noch einmal: Friede, Shalom, Pax. Die Mauern beginnen zu bröckeln, die Türen springen auf, Geist dringt herein. Die Verschlossenheit der Lernenden löst sich, entkrampft sich. Sie werden fähig zu hören: Friede, Pax, Shalom. Hören Sie. Ihr Herz lebt auf, sie atmen auf, da ist frische Luft. Nun können sie plötzlich handeln, Frieden machen, Versöhnung leben, Vergangenes sein lassen, Gegenwart zulassen. Jetzt leben, Abfall entsorgen, Schulden erlassen, gerne leben. Die Angst wird zu Frieden, die Enge zur Freiheit. Ihr habt nicht einen Geist der Feigheit bekommen, nein, sondern den Heiligen Geist, den Wind der Kraft, die Luft der Liebe und den Geist der Besonnenheit.